Heute geht's um das Geheimnis eines Lebens, Christopher Robin, Mamma Mia, Aquaman, Jim Knopf und Deadpool lese ich hier noch. Und nochmal Christopher Robin und Netflix und das Ende der Wahrheit und alles Mögliche. Checker Tobi ist auch dabei. Ja, bis gleich. Der Kinocast. Und dann fangen wir gleich mal an. Hallo ihr beiden. Hallo Chris. Fangen wir heute mal an. Guten Morgen. Hallo Kate. Tachchen. Und ja, meine Wenigkeit ist der Erik. Ich begrüße euch hier zur Tachchen. Neuesten Sendung von unserem Kinocast hier aus Stuttgart. Müssen wir mal erwähnen, weil ich glaube, wir werden demnächst in einer Stuttgarter Zeitung erscheinen. Bist du nicht aus Kornwestheim? Ich bin aus Remseck am Neckar. Das zählt zu Stuttgart. Und mein Autokennzeichen ist Ludwigsburg. Also Convestheim ist sowas von falsch, dermaßen. Ja. Nee, ja, für alle, die uns jetzt neu zuhören, wir gehen immer in die Sneak Preview in Stuttgart drin, in den Innenstadtkinos. Ich glaube, das schönste Kino Stuttgarts auf jeden Fall, oder die Kino, ein bisschen ja mehrere Kinos, die da zusammengehören. Und da gehen wir sehr gerne ins Kino, auch wenn wir uns mal so außerhalb von der Sneak Preview mal irgendwie die neuesten Blockbuster reinziehen, dann gehen wir ganz gerne ins Gloria, was auch mit zu den Innenstadtkinos gehört, und setzen uns da in die bequem muscheligen Sessel da rein und lassen uns da wegblasen von dem geilen Sound und von den Bildern. Und heute oder in unserer Sendung sprechen wir natürlich über die Sneak Preview der vergangenen Woche und über was wir halt sonst noch so gesehen haben. Die Sneak Preview der vergangenen Woche im Metropolen Stuttgart war Das Geheimnis eines Lebens. Den hatte keiner getippt. Wir haben nämlich eine Facebook-Gruppe, die Metropol Sneak heißt. Da könnt ihr auch nachschauen, wenn ihr vielleicht eventuell mal in die Sneak Preview kommen wollt, was es da so für Tipps gibt. Aber wie ihr es bei dieser Woche seht, nicht immer wird das da drin getippt, der Film. Chris, weißt du noch die anderen Tipps, was da kam, was da getippt wurde? Anderen Tipps, Aladdin. Aladdin? Ah, ich weiß nicht, ich hatte auch noch irgendwas. Und Pokémon. Ah, genau, ich hatte noch Pokémon getippt, aber der Tipp war sehr, sehr vage. Naja, ach ja, für alle, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, morgen ist das 6. Mai, da ist die 999. Sneak Preview in Stuttgart. Ja, das heißt, da wird der Sneak-Moderator wegen der Schnapszahl jeden einen ausgeben, der kommt. Nein, Spaß beiseite. Nein. Spaß beiseite. Wer auch immer das ist, nein. Nee, aber falls ihr zum Beispiel, habe ich gesehen, auch SSB so eine Polygo-Karte habt für den öffentlichen Nahverkehr, da müsst ihr mal gucken. Da ist so eine Werbung jetzt im Briefkasten gewesen, die hatte ich jetzt am Samstag auch. Und da ist in der Mitte drin ein Gutschein für Popcorn bei den Innenstadtkinos. Also nicht einfach wegwerfen, nicht denken, oh, scheiß Werbung, da ist ein Gutschein drin für Popcorn. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, am 13. Mai ist die 1000. Sneak. Da wird auch ein bisschen Festlichkeit, denke ich mal. Und wird vielleicht auch irgendwie mal ein Film kommen, der ein bisschen über dem Durchschnitt liegt. Über dem üblichen Sneak-Durchschnitt. Super Erwartungshaltung hier. Ba-bam. Mal gucken. Aber jetzt reden wir erstmal über Das Geheimnis eines Lebens. Wie gesagt, den hatte keiner getippt. Ich hatte von dem Film noch nie was gehört. Der englische Originaltitel ist Red Joan. Und Hauptrolle spielt Dame Judi Dench, denn die ist ja Ritterschlag, hat sie ja bekommen. Wie heißt es bei Frauen, oder? Ist das auch Ritterschlag? Bei Männern heißt es Sir. Egal. Und ja, sie spielt auf Basis einer wahren Begebenheit eine ältere Frau, die, als sie irgendwie so um der 80 Jahre ist, wird plötzlich enthüllt, dass sie eine Spionin ist oder war, beziehungsweise dann Geheimnisse während des Zweiten Weltkrieges oder auch danach im Rahmen des Kalten Krieges dann schon während dem Zweiten Weltkrieg, ja genau. Also innerhalb des Zweiten Weltkrieges, als verschiedene Achsenmächte geforscht haben an der Bombe. Und sie hat in diesem Bereich mitgearbeitet, in dieser Forschung, und zwar in England. Und die Engländer waren daran interessiert, diese Bombe zu entwickeln, und die Amerikaner natürlich auch. Und wie wir aus der Geschichte wissen, haben es die Amerikaner ja geschafft, das zu entwickeln und später auch dann in Japan zur Anwendung gebracht. Und
was wir hier in diesem Film erfahren, dass eben die einzelnen Mächte am Anfang noch ein bisschen zusammenarbeiten, um gegen Deutschland und die alliierten deutschen Mächte, also sprich Japan und so weiter, diese Bombe zum Einsatz zu bringen. Aber später entzweit sich das schon so ein bisschen, weil keiner dieses Know-how weitergeben will, weil jeder denkt, okay, wer die Bombe hat, der hat einfach mal die militärische Macht in der Welt. Und in diesem sehr sensiblen Bereich arbeitet sie in so einem Forschungslabor. Sie hat auch ziemlich erfolgreich und sehr mit guten Noten und so ein Studium abgeschlossen in dem Bereich, was war das, irgendwie Chemie oder Physik oder so, ne? War das, oder Physik, Chemie, Chemie, Physik, Astrophysik, nee. I don't know. Irgend sowas. Irgendwas Physik, ne? Ja, ja. Also in diesem Bereich und also in Cambridge hat sie studiert und als sie dann dort in diesem Labor anfängt zu arbeiten, da ist am Anfang noch so, dass ja Frauen eher so zum Kaffee und Tee kochen, besser gesagt in England da sind, aber sie macht sich dann relativ schnell bemerkbar, dass sie da doch ganz schön viel Ahnung hat und hilft einfach mal den Herren der Schöpfung da auf die Sprünge, was da so, wo da die Fehler liegen an der Gleichung, die da an der Tafel steht und so. Und da sehen sie dann, okay, die kann ja doch mehr und involvieren sie dann mit. Es ist natürlich ein hoch geheimer Bereich, in dem sie da arbeitet. Und wir erfahren dann auch noch die weitere Story, nämlich sie hat im Rahmen ihres Studiums in Cambridge hat sie einen jungen Mann kennengelernt, der sich sehr stark für kommunistische Sachen interessiert hat, kommunistische Weltanschauung und dort auch, ja, das war ja, das muss ja so Anfang der 30er Jahre ungefähr gewesen sein, da auch so wie so eine Art Kundgebung gehalten hat, also so öffentlich sich da irgendwo auf eine kleine Erhöhung gestellt hat und da irgendwie so ein paar Menschen versammelt hat und dort zu denen gesprochen hat und da auch ganz gut die Zuhörer und die Massen beeinflussen konnte. Unter anderem eben auch sie hat er sehr begeistert und sie hat sich dann in ihn anfangs nur so ein bisschen verknallt. Es war der Bruder von ihrer besten Freundin auch noch. Das war noch ein bisschen so, ja, brisant in der Richtung. Und sie verknallt sich halt in ihn und verliebt sich so ein bisschen. Aber das ist so eine seltsame On-Off-Beziehung, die da haben. Also jedes Mal, wenn die sich wieder begegnen, verfällt sie ihm wieder. Und wenn dann, er ist halt so ein Weltenbummler, er will überall seine Nachrichten verbreiten und seine Weltanschauung und ist mal hier, mal da, mal dort unterwegs in der Welt und ab und zu auch mal in Russland, um sich da agitieren zu lassen. Und irgendwann kommt es dann halt mal dazu, dass er sie dann auch anspricht, ob sie da nicht mal ein paar Dokumente vielleicht auch in beschaffen kann, aus diesem sensiblen Bereich, um eben das nach Russland zu schaffen, damit eben alle die gleichen Möglichkeiten haben sollen. Und ob sie das dann macht oder wie auch immer, ob da was dran ist, das erfährt man dann halt alles so in diesen ganzen Geschichten, die dann so rückblickend erzählt werden. Und in der Echtzeit, das ist quasi Anfang der 2000er Jahre, erfahren wir dann noch, dass ihr Sohn ist ein renommierter Rechtsanwalt. Und er oder sie ruft ihn gleich am Anfang mit dazu, wo sie verhaftet wird. So nach dem Motto, hey, ich bin hier verhaftet worden, hilf mir mal, kümmere dich mal, du bist doch Anwalt. Und seine Mutter macht dann so die Aussagen und bei ihm bricht da gerade eine ganze Welt zusammen, weil das hat er alles nicht gewusst. Der hat nicht gewusst, in welchem Bereich sie gearbeitet hat. Sie durfte natürlich auch nicht drüber reden, weil sie da die Geheimhaltungserklärung unterschrieben hatte und daran hat sie sich ewig gehalten und wusste natürlich auch nicht, in welchen sensiblen Bereichen und überhaupt von diesem Typen hat er auch noch nie was gehört gehabt und so. Also das entblättert sich dann so von ihm langsam, dieses ganze Geheimnis. Und das ist eben dieses Geheimnis ihres Lebens, was sie da nun hat. Und wir erfahren dann halt Stück für Stück, ob da was dran war oder wie da was dran war oder wie sie involviert war oder ob sie involviert war und was da so noch auf dem Weg lag. Und ja, das ist eigentlich so der Film, ne, Chris? Ja. Das war perfekt zusammengefasst. Ja, ehrlich gesagt nicht spannend. Ich habe gerade bei mir selber gemerkt, dass ich hier erstaunlich viel noch behalten habe von dem Film. Weil normalerweise ist es so, wenn wir da irgend so einen Film sehen, wo ich dann hinterher denke, ach, den hast du in einer Woche vergessen, dann muss ich mir vorher nochmal alles durchlesen, damit ich ja halbwegs auskunftsfähig bin, wenn wir dann am kommenden Wochenende hier die Sendung aufnehmen. Aber ja, ja. Ich meine, gut, die Story war jetzt auch nicht schwierig. Das war jetzt nicht sehr... Ja, es war überschaubar.
Und das war's auch schon. Also es war schon. Okay, wo fangen wir an? Also lass mich überlegen, echt. Judi Dench fand ich ganz cool. Sophie Cookson als Young Joan, die fand ich ganz süß, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann ich nicht abstreiten, ja. Die hatte irgendwie was auch von diesem, ja, prinzipiell, aber was mich so ein bisschen angenervt hat, war, es war schon die Geschichte einer Frau, aber es war dann auch wieder so ein Stück weit die Geschichte einer, ich bin ja so verliebt, deswegen bin ich so dumm, Frau. Und das finde ich so unrealistisch. Ein Good Girl und ein Bad Boy. Ja, aber das finde ich einfach so, also das finde ich so belämmert, weil das ist auch wieder, ich weiß nicht, welche Frau sich in so einem Ding wiedererkennen würde oder wiedererkennen möchte. Und diese Selbstaufgabe und Hingabe für irgendjemanden finde ich einfach, ja. Ich glaube, sie war ja auch ein bisschen von den Idealen, war sie ja schon ein bisschen überzeugt auch, ne? Ja, am Anfang, aber das hat sich ja dann auch geändert, aber dann war ja doch wieder und dann kam ja auch irgendwann da und hier und überhaupt und also, ja, der Film baut nicht so richtig Spannung auf, er hat seine Momente, Nee, spannend ist er nicht. Spannend ist er nicht. Also er hat eine nette Geschichte, die da erzählt wird, aber die ist mehr so wie ein kleines Bächlein im Walde. Es fließt und fließt und fließt und du denkst dir nur, puh, ich habe es original das erste Mal nach 20 Minuten auf die Uhr geguckt und habe mich gefragt, okay, das könnte ein langer Abend werden. Und schauspielerisch ist echt okay gewesen und die Geschichte an sich eigentlich, denke ich, auch, nur halt die Umsetzung hat mir hat mich irgendwie in meiner Filmentwicklung gebremst. Ja, was mir halt, also wir haben ja gerade eben schon erwähnt, so die zwei Hauptstory-Linien, also einmal die in der Jetztzeit und einmal die Rückblenden. Mir hat das in der Jetztzeit irgendwie komischerweise am besten gefallen. Mit ihrem Sohn, diese Enthüllungen, ja, wie langsam ihm immer mehr das Gesicht eingefroren ist, wie er seine. Weil muss ich das vorstellen, die Mutter ist halt 80 Jahre, ja. Und der Junge, wie alt wird er gewesen sein? 40, 50 oder so, ne? Na, der war bestimmt auch schon, sah ja uralt aus. Also. Ja, keine Ahnung, vielleicht 50, lassen 50 oder so gewesen sein vielleicht. Wie dann so langsam das Ganze, also, what? Mama, ey, was? Weißt du, so dieses, ich wusste ja gar nicht, ich dachte, du hast als Bibliothekarin gearbeitet. Und vor allem meine Mutter war auch Bibliothekarin, das weiß ich, in der Fachbibliothek. Deswegen, aber das fand ich also, hätte ich mir gedacht, ey, wenn meine Mutter plötzlich so, ey, da wäre mir aber auch einiges eingefallen, wenn ich dann sowas erfahre. Natürlich. Nur ganz kurz, gespielt wird der Sohn Nick von Ben Miles. Und Ben Miles ist 1967 in Wimbledon, London geboren. 1967? Ja. Und immer noch wird gerechnet, dass er 52 ist. Ne? Ja, nah dran, ja. Wollte ich gerade sagen. Jedenfalls, den kannte ich irgendwoher, woanders her. Mir ist aber nicht eingefallen, den Sohn. Ich fand die, also das in der Jetztzeit und die. Da gibt es ja noch so eine andere Storylinie. Will ich jetzt mal nicht verraten, da mit ihrem Professor und so. Nee, nicht Professor, mit dem Chef dort in der. Ja. Also, es ist dann halt noch so ein bisschen diese Liebe in Zeiten des Krieges und so. Und sie fährt dann auch mit so einem Zerstörer, fahren die nach Kanada, um in der dortigen Forschungseinrichtung mal irgendwie schweres Wasser, da irgendwie Plutonium raus zu generieren und sowas. Und das ist natürlich dann auch die Gefahr mit U-Boot-Angriffen und so weiter. Da schwingt schon immer noch so ein bisschen was mit, aber irgendwie, so die Geschichte, die eigentlich die ganze Handlung hätte tragen müssen, nämlich diese in der Vergangenheit, warum ist das so passiert, ja, wie hat sie sich oder warum hat sie sich so entschieden und wie war das damals im Krieg mit der Forschung und so weiter. Das war so relativ unspannend, aber trotzdem irgendwie plätschert so, ging eigentlich, also war jetzt nicht irgendwie besonders viel Facepalm drin oder so. Habe ich dann nur manchmal gefragt, dass dann
eine Frau, die offensichtlich hochintelligent ist, also wenn die so studiert hat und so Bestnoten und wirklich hochintelligent, dass sie sich dann wirklich, wie die dann teilweise agiert hat mit ihren Männergeschichten da und wie sie sich da hat behandeln lassen, das fand ich schon seltsam. Ne? Ja, eben. Hm. Und das ist halt so, puh. Naja, aber ja, also so Sneak Preview-mäßig hat man durchaus auch größere Ausschläge nach unten, würde ich sagen. Ja. Also, wie gesagt, es war jetzt nicht der letzte Müll, aber es war halt auch nicht so die absolute Offenbarung. Deswegen. Ja. Ja. Kinostart in 2 Monaten steht hier nur. Können die nicht mal das in Klartext hier hinschreiben? Siehst du irgendwo, wann der startet? Sonst gucke ich mal hier an der anderen Seite. Geheimnis eines Lebens startet am 19. April ist er in UK gestartet. Okay. Weil der ist ja von 2018, muss man auch noch dazu sagen. Ach Gott. 2018. Naja. Starttermin 4. Juli steht hier für Deutschland. Ah. Hat ja so, okay. Naja, eher so durchschnittliche Wertung, sehe ich hier bei Filmstarts in den Filmstarts-Redaktionskritiken hier. Hm. Ja, im Alter von 87 wurde die überführt, steht hier, also die echte. Ging als Super-Spionage-Oma in die Geschichte ein. Ja, das kam ja am Ende auch. Ja. Naja, aber war zumindest mal eine ganz, ganz gute Rechtfertigung. Der Typ hier, wie heißt der? Leo, Tom Hughes, der Kommunist da, den fand ich eigentlich auch ganz gut. Also der hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, wie wie ist der von Fantastische Tierwesen hier, Kate, den du so magst hier, den Newt Scamander? Nee, der Schauspieler dazu. Jack, achso, ja. Den wir auch. Eddie Redmayne. Ja, Eddie Redmayne, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Genau, den hatten wir ja auch in diesem Stephen Hawking-Film und so. Der wirkte manchmal so mit seiner Frisur, ne? So. Ja, so ein bisschen. Habe ich mir gedacht, oh, die wollten bestimmt Eddie Redmayne haben für die Rolle und haben sie nicht gekriegt. Haben sie irgendwie so, ah komm, den nehmen wir, der aus dem Casting, aus der Casting-Bibliothek hier. Der sieht so ähnlich aus. Nehmen wir einfach mal. Ja. Ja, aber was habe ich denn so für eine Wertung gegeben? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. 6 Punkte hast du gegeben. Ja, da hätte ich auch jetzt gesagt, so 6 Punkte kriegt er von mir. Ja, von mir kriegt er 5. Eine 5 oder 5 Punkte? 5 von 10. Okay, da haben wir also einmal 6 Punkte, einmal 5 Punkte. Und wir können ja mal einen Blick hier reinwerfen, wie so die anderen getippt haben. Seid ihr gerade in unserer Metropol-Sneak? Ich bin natürlich nicht da drin. Ich habe sonst nichts zu tun. Wenn du erzählst, klicke ich immer nebenher. Deswegen. Schau mal ganz kurz. da haben sogar welche 10 Punkte vergeben. Ja, ja. Also 8 Punkte dabei. Niedrigste Wertung sind 4. Aber hat nur einer. Einer oder eine. Und ja, also letzten Endes auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Film. Und wie es halt immer so ist, wie gesagt, vielleicht hört ihr uns jetzt hier zum ersten Mal. Wir geben ja nur unsere Meinung wieder und letzten Endes kann sich ja jeder seine Meinung und wir freuen uns dann auch auf Kommentare, wenn ihr es vielleicht in der Sneak Preview wart und den Film gesehen habt oder den so auch schon woanders gesehen habt. Kann ja auch sein, ihr hört die Sendung jetzt erst irgendwie ein halbes Jahr später und den gibt es schon irgendwie auf DVD oder habt ihn im Kino gesehen. Schreibt einfach mal einen Kommentar auf kinocast.net unter dieser Sendung. Ja, und wenn wir jetzt einmal in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe sind, Chris, wie lautet der Tipp für morgen? Der Tipp für die Sneak Nummer 999 lautet Die Sache mit dem Klavier. Ich hatte ja zuerst irgendwie dran gedacht, irgendwas mit Loriot, da gab es doch ein Klavier, diesen tollen Sketch, kennt ihr den? Wo die das dann filmen, oder das filmen will und dann irgendwie klappt irgendwas nicht, die müssen immer nochmal neu. Und jedes Mal müssen die sich so freuen, als hätten sie gerade die Lieferanten reingekommen mit dem Klavier. Kate, was sind denn da für Tipps bis jetzt eingegangen? Einige. Und zwar wurde als allererstes getippt, was auch mein erster Gedanke war Rocketman. Ist natürlich naheliegend, ne? Die Elton John-Verfilmung mit dem Klavier und so. Ja, wäre schon fair, sehr, sehr fett. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Dann wurde noch getippt Greta. Der ist so ein bisschen horrormäßig angehaucht, habe ich den Trailer gesehen. Was das mit dem Klavier zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so genau. Habe ich irgendwas verpasst in dem Trailer? Naja, egal. Dann hast du getippt, Erik, Stan und Olli. Ja,
genau, weil das sind ja die bekannten Stummfilmhelden und da wurden ja immer mit Klavierbegleitung damals so die Soundtracks live im Kino gemacht. Wäre so der Gedanke. Ja, und dann hast du noch getippt und ich denke, dass das tatsächlich am ehesten auch nochmal zutrifft zusammen mit Rocketman ist Yesterday. Ja, den würde ich auch sehr gern sehen. Ist ja, ja dieser Film, wo da so ein, was hat er, ein Fahrradunfall oder nee, irgendwas ist ja, da? Ein Fahrradunfall. Stromausfall, ja. Genau. Und plötzlich stellt er fest, oh, keiner kennt die Beatles-Songs. Irgendwas ist da passiert. Wenn er Beatles googelt, da kommt doch nur Quatsch. Und er hat natürlich die ganzen Songs alle im Kopf und ja, fängt da an, quasi die Beatles-Songs zu produzieren und wird ein großer Star. Und ich habe bloß blöderweise, ich habe den Trailer angeschaut, ich habe mir irgendwie diverse andere Trailer angeschaut und Filmausschnitte, die ist so verfügbar und ich habe nichts mit Klavier gefunden, aber ist natürlich, ja. Ja, also er sitzt halt, er sitzt doch zu Hause an seinem, in dem Trailer zu Hause an dem Klavier und spielt den Song Yesterday. Und seine ganze Familie so, oh mein Gott, hast du den Song geschrieben? Der ist ja fantastisch. Vielleicht deswegen Klavier. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Mal gucken. Ja, wobei, also ich fand den Trailer auch ganz witzig, die Idee ganz, ganz interessant. Allerdings, wenn so Sachen kommt, wie, oh ja, aber ist nicht so toll wie Fix You oder von Coldplay, was weiß ich was. und wenn man dann so auch so ein sich überlegt, zum Beispiel gerade Coldplay, wer zum Beispiel auch Coldplay beeinflusst hat, welche Bands, da wird es nämlich dann schon schwer, das ganze Ding aufrechtzuhalten. Ja. Aber was ich ganz gut fand, dass im Trailer da rauskam, dass es eben nicht nur darauf abzielt, so hey, wir machen jetzt mal hier so einen lustigen Film, sondern dass da eben auch noch dieses einmal Star und zurück mit dabei ist und dieses, was passiert mit den Freunden und Familie, wenn da jemand plötzlich berühmt ist und so, ne? Also das, ja. Ja. Kam im Trailer schon mal ganz, ganz gut raus. Ja. Mich deswegen schon interessiert. Ja. Ja. Begeben wir uns mal ins Heimkino, gucken, was da so kommt. Heimkino. Wer möchte anfangen? Was habt ihr geguckt? Also, es ist so schön mit, wenn wir Yesterday gerade als Abschluss hatten, da spielt Lily James mit und Lily James spielt auch mit in... Es war ja in Deadpool. Nein. Nein, Mama Mia 2. In, Stolz und Vorurteil und Zombies. Ah, okay. Einer meiner Favorites, ja, weil der einfach so herrlich bescheuert war. Und übrigens bei Yesterday an der Seite von Lily Allen spielt auch Ana de Armas mit. Ana de Armas ist ein neues Bond-Girl, ne? Von Bond 25, wo ich das Ding gesehen habe. Auch nur mal so. Aber Lily James, um jetzt auf die zurückzukommen, die spielt auch mit in Mamma Mia 2 Here We Go Again. Und Mamma Mia Here We Go Again. Da spielt sie nämlich die junge Donna. Und den habe ich mir zu Gemüte geführt. Und ich habe jetzt 60 Sekunden, oder wie ist das? Ja, warte, ich mach die Stoppuhr an. Willst du 60 Sekunden machen jetzt, oder? Ja, so, arg viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Deswegen. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, also Mamma Mia 2 oder Mamma Mia Here We Go Again erzählt nochmal die Geschichte, eine Geschichte rund um ABBA-Hits. Es sind quasi alle Schauspieler aus dem ersten Teil nochmal mit dabei. Amanda Seyfried in der Hauptrolle als Sophie. Andy Garcia spielt mit, der heißt Fernando. Ein Schelm, wer jetzt plötzlich an den Song Fernando denkt und solche Sachen. Dominic Cooper spielt mit, der spielt Sky, den Freund. Und ganz großes Wiedersehen, Pierce Brosnan ist dabei, was weiß ich was, also alle aus dem ersten Teil eigentlich auch. Was so ein bisschen fehlt, ist wirklich die Stimmung und die Musik aus dem ersten Teil. Der erste Teil lebt halt wirklich auch von den ABBA-Hits und alles und der zweite Teil versucht noch einen draufzusetzen, aber es sind nicht mehr die ganz großen Hits dabei. Cher am Ende hätte ich irgendwie nicht gebraucht, aber so ist es eben. Summa summarum, netter Film, wenn man so ein bisschen auf ABBA steht, ein Muss. Ansonsten, den hätte man sich sparen können. 5 von 10 Punkten. Stopp! Ja, für die, die uns hier vielleicht das erste Mal zuhören, wir haben hier ab und zu mal so 60-Sekunden-Challenges, heißt das auch. Das heißt, man versucht dann den Film in 60 Sekunden zusammenzufassen, gerade bei so Filmen, die schon etwas älter sind oder so, machen wir das ganz gern. Ja, und nicht so gut waren. Reizt mich genauso null wie der erste Teil. Also, so Musicals sind einfach nichts für mich. Deswegen, ja.
ob du nun 5 Punkte oder 8 Punkte oder 10 Punkte gegeben hättest, ich weiß nicht. Also, die Schauspieler ja. Aber die Schauspieler reißen es halt in dem Fall nicht unbedingt raus. Also Amanda Seyfried ist süß wie immer. Und Lily James ist auch ganz nett anzusehen, aber ansonsten, wie gesagt, die Story ist halt echt, oh, ich baue das Hotel jetzt auf, das Mama unbedingt wollte, und dann wird halt die Geschichte drumherum von früher erzählt. Ist also belanglos. Also ohne einen von den beiden Filmen gesehen zu haben, eine Frage. Ich hab so gehört, dass in dem ersten Teil sollen ja auch viele ABBA-Songs drin gewesen sein. Da gibt es ja auch, glaube ich, ein Musical. Ja, genau. Und sind jetzt in dem zweiten Teil andere Songs drin oder wiederholen die sich? Ja. Es sind andere Songs drin, bis auf Mamma Mia. Mamma Mia ist natürlich nochmal dabei. Gut, okay. Ja. Alles klar. Naja, okay, dann mache ich mal ein. Wir haben hier einen Rezensionsdisc erhalten von dem Film Aquaman. Ist scheiße. Die DVD und Blu-ray. Warte mal. Ich gucke gerade mal, wann die erscheinen. Die müsste jetzt nämlich in den nächsten Tagen, 9. Mai. 9. Mai, also ist jetzt quasi bald, könnt ihr jetzt dann schon vorbestellen, wenn ihr möchtet. Aquaman, ich gebe zu, ich bin hier in diesem ganzen Universum nicht so ganz zu Hause. Ich habe zuletzt eher Marvel-Filme geguckt. Ne? Es wird mir aber ein bisschen abgenommen in diesem Film, weil es wird quasi die Herkunft auch erklärt von Aquaman und wird halt erklärt, wie sein Vater da seine Mutter kennenlernt, die eben aus dem Meer kommt. Er findet die eines Nachts bei so einem wilden Sturm, liegt sie da an der Küste, und dann nimmt sie mit nach Hause und päppelt sie auf. Und die wird gespielt übrigens von Nicole Kidman. Und dann bekommen die beiden zusammen ein Kind, und das ist aber irgendwie ist ein bisschen verpönt, dass dann irgendwie eine von den Wasserleuten aus Atlantis da mit einem Menschen da Kinder hat oder überhaupt eine Beziehung hat. Und sie muss sich auch immer wieder diversen Angriffen erwehren, wo dann irgendwelche Leute kommen, die sie attackieren wollen. Und sie muss dann auch eines Tages wieder zurück und lässt ihren Mann und ihren Sohn da zu Hause alleine zurück. Die haben da so ein Häuschen mitten am Meer. Und ja, der Sohn ist natürlich gespielt eben von Jason Momoa, oder in der jüngeren Fassung spielt ihn jemand anders natürlich. Ist natürlich dem Meer sehr verbunden. Und ja, wir sehen dann so diverse Sachen, wie der Vater dem Jungen irgendwie diverse Sachen versucht beizubringen. Und dann gibt es noch so ein paar Rückblenden auch später im Film, wo wir dann sehen, wie jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz raussuchen. Batman. Nein, nicht Batman. Batman nicht, aber hier Superman. Der bei Wonder Woman. William Dafoe spielt da auch mit, den man ja auch als Spider-Man kennt. Aber das ist alles sehr verwirrend, weil sie spielen hier ganz andere Leute. Na, jedenfalls bringt er ihm auch so diverse Sachen dabei, was da eben wichtig ist und wie man mit so einem Dreizack kämpfen kann und umgeht und so weiter. Das wird dann so in Rückblenden erzählt. Und die eigentliche Geschichte ist aber, dass er dann irgendwie wieder zurückgehen muss nach Atlantis, weil der sein Bruder, also die Mutter hatte dort schon ein anderes Kind, der hat die Macht an sich gerissen und will diese Unterwasservölker irgendwie in gemeinsamen Krieg gegen alle, die an Land leben, zwingen. Und das ist irgendwie, weil die an Land leben, da gibt es auch welche, die mit so einem U-Boot das dann auch attackieren. Und ach, man merkt schon von der Story her, das ist irgendwie alles ziemlich komisch da. Ist auch so eine ganz, ganz, ganz typische DC-Sache, weißt du, mit den Eltern und dann passiert was und irgendwie Kind alleine und diese ganz üblichen Sachen. Da ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das ist jetzt mal überraschend gewesen. Das Einzige, was ein bisschen überraschend war, eben, dass der doch ein bisschen Humor hat, der Jason Momoa, oder die Rolle, die er da spielt, dass es dann doch teilweise mal ein bisschen auch witziger ist, damit es nicht ganz so düster ist. Ansonsten, die Szenen an Land sind ganz, ganz okay. Die Szenen unter Wasser, oh, fand ich furchtbar. Das sah alles aus wie irgendwie bei Avatar, so ganz so quietschbunt, hier diese ganzen Fische und diese unter dem Meer. Dann haben die auch so eine Art U-Boote da. die haben dann so Fischformen, sind dann so organisch, weiß nicht, was das genau sein soll. Also es war alles ziemlich, ziemlich komisch dann, und auch diese ganze, ja, irgendwie der eine setzt sich da an die Spitze und will da alle vereinen, um da irgendwie, und da muss was gemacht werden. Das war alles so althergebracht,
die Story und boah, das hat mir alles irgendwie nicht so richtig, hat mich nicht mitgerissen und hat mir auch nicht so gefallen. Die Kämpfe waren alles irgendwie komisch. Also bis auf die Sachen, die an Land waren, weil da gibt es dann nachher mal so, dass sie an Land diverse, da gibt es dann so MacGuffins, diese, dann haben sie so eine Rolle, da steht was drauf geschrieben, dann müssen sie da von A nach B und dann wollen sie da diesen goldenen Dreizack holen, den dann mal irgendeiner hatte. Das ist dann dieser andere MacGuffin und ja, so ganz einfache Drehbuchkniffe wären da, was heißt Kniffe, sind noch nicht mal Kniffe, das ist irgendwie so Standardwerk für Drehbuchautoren irgendwie so, kannst du im Internet finden, so wie schreibe ich ein Drehbuch. Also wirklich nichts Besonderes da in dem ganzen Ding. Und dann gibt es noch so einen Bösewicht gibt es dann auch noch, der da irgendwie dessen Vater er mal im Stich gelassen hatte, den nicht gerettet hat im Wasser. Egal. Ja, also hat mir nicht so gefallen, man hört es schon raus. War jetzt überhaupt nicht mein Ding. Habe ich auch nicht erwartet, dass es mir gefallen wird. Ich dachte, oh, vielleicht überzeugt er mich eines Besseren. Hat er nicht getan. Und ich werde es jetzt sogar nochmal abwerten, weil jetzt rückblickend betrachtet, ist noch ein Punkt weniger. Ich gebe 4 Punkte. Ja, war mir irgendwie gar nichts. Also, nee. Haben die Jungs von Big Bang Theory also recht? Was haben die denn gesagt? Aquaman ist scheiße. Aquaman ist scheiße. Wie haben die gesagt? So. Die sagen das immer, wenn die sich in der Serie irgendwie immer verkleiden. Dann so. Wollen immer alle Flash sein und keiner will Aquaman sein, weil Aquaman ist scheiße. Ja klar, war ja auch bei Entourage, da haben sie ja auch Aquaman als Film genommen, den sie produzieren, weil sie gedacht haben, das ist so abwegig, niemand würde auf die Idee kommen, einen Aquaman-Film zu machen. Haben gesagt, okay, wir nehmen das einfach und ja, irgendwie hat es doch jemand gemacht, einen Aquaman-Film. Ich weiß nicht, ob das DC-Universum nicht noch irgendwie andere coole Stoffe hergegeben hätte, ob man jetzt unbedingt da Aquaman hier nun so eine Plattform bieten muss da irgendwie. Weiß nicht. Okay, seid ihr da ein bisschen sattelfest, was DC angeht irgendwie? Nein. Oh, nee, auch nicht. Nee. Aber hätte bestimmt noch mehr hergegeben, ne? Ja bestimmt, nein. Aber... Ah, okay, halten wir uns nicht zu lange auf. Machen wir weiter. Willst du noch deine 60 Sekunden hier, Equalizer 2, den habe ich auch gesehen. Equalizer 2, hast du auch schon gesehen? Ist schon eine Weile her, ja, habe ich auch gesehen. Equalizer 2, nochmal 60 Sachs, Sekunden Zeit. Oh Gott, oh Gott. Ja, du hast es selber reingeschrieben. Ja, ich weiß. Kannst du auch Zeit, oder? Soll ich starten? Nein, ich muss atmen und dann geht's los. Einmal tief Luft holen und dann geht es schon los. Ja, Equalizer 2, also ich habe es heute mit Fortsetzungen so ein bisschen. Equalizer 2 ist die Fortsetzung von Equalizer 1. Haha. Mit Denzel Washington. Und unter anderem auch Bill Pullman. Und es geht darum, dass eine der besten Freundinnen von Denzel Washington, von Robert, wie heißt er, Robert McCall, umgebracht wird und er zieht auf den Rachefeldzug mehr oder weniger gegen die Bösen. Also es ist wieder mal gut gegen Böse, er auf seine ganz eigene Art und Weise. Der Film ist monströs langatmig. Das ist unfassbar. Das, die ganze, was der erste Teil noch cool macht und gut macht, macht der zweite komplett schlecht. Also du hast diese Szenen, du bist eigentlich teilweise nur genervt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe zwischendurch mal die Küche angefangen aufzuräumen. Und dann der Film immer noch weiterlief und ich habe nichts wirklich verpasst. 2 Stunden sind über 90 Minuten bald zu lang. Nein, das wäre jetzt gemein, aber er ist auf jeden Fall fast eine Dreiviertelstunde, Stunde zu lang. Man hätte es einfach raffen können. Ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr durchatmen. Equalizer 2, ein Actionfilm, der ja ziemlich schwach daherkommt. Ja, warst ein bisschen drüber, aber egal. Mim Pieper, hallo? ja, sehe ich genauso. Hat mich auch enttäuscht, der zweite. Auch 5 Punkte. Weil der erste war so cool irgendwie. So. Ja. War ruhig und dann hat er doch wieder die Szenen, wo der dann so analysiert und dann so, ja, was weiß ich, nehme ich da den Radiergummi und mache da damit und so. Ja. Naja. Ja. Okay, bin ich wieder dran? Das schaffe ich, weiß ich nicht, ob ich das in 60 Sekunden schaffe, aber vielleicht doch, ja. Aber mache ich nicht extra eine Challenge draus. Ich habe auf Sky letztens mit meinem kleinen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer geguckt und da hatte ich echt niedrige Erwartungen, weil das ja ein Film aus Deutschland ist, der sehr, sehr effektlastig zu erwarten war, sag ich mal so, ne? Weil das gibt es ja nicht in real, dass er so eine Lokomotive durch die Wüste fährt und sowas, ne? Und, doch. Ich weiß nicht, kennt ihr die Augsburg-Kiste hier damals hier? Mit Knopf und so? Ja, natürlich. Ne? Eine okay. Insel mit 2 genau. Bergen. Das habe ich ja auch immer gerne geguckt, aber kannte jetzt mein Kleiner jetzt noch nicht, ne? Und wir haben jetzt
das lief jetzt auf Sky, die neue Version, sag ich mal. Und Henning Baum, den man ja kennt aus Der letzte Bulle, und den habe ich ein paar Mal gesehen bei Wer weiß denn sowas, als Partner da von Elton, der spielt den Lokomotivführer. Ja, genau, den Lokomotivführer, ne? Und ey, der spielt das so gut, das hätte ich. Ey, ich war so überrascht, wie gut der das spielt. Das passt so wie die Faust aufs Auge, also genau so richtig, so furztrocken und Humor und ja, der kleine Junge, der Jim Knopf und so, wie die da zusammen, was die da so erleben und wo die hinkommen, und das alles so fantasiereich und interessant und toll gemacht. Also der Film hat mich wirklich weggeblasen. Ich fand den echt gut. Auch die Effekte, das war jetzt nicht so ein, ja, so ein manchmal in deutschen Filmen merkst du ja, oh, da wurde jetzt gespart und so, oh, das ist jetzt Greenscreen und da ist das und das und da. Nee, sondern das war wirklich, wirklich gut. Also das, ja, man hat es ja auch gesehen hier bei den Lux-Studios da, was da teilweise jetzt schon möglich ist. Ne? Ey, das war echt wahnsinnig gut. Also denn, da könnt ihr mal, wenn der jetzt auf Sky läuft, der läuft jetzt gerade aktuell, schaut doch ruhig mal rein. Der ist auf meiner Watchlist. Ja, guckt da mal rein. Also von mir in diesem Kinderfilmbereich gebe ich 7,5 von 10. Fand ich echt gut. Und jetzt muss ich noch ganz kurz anschließen, habe ich gar nicht hier, weil der hat nämlich auch irgendwelche Preise gewonnen. Hatte ich auch, aber habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier erfasst. Okay, vielleicht finde ich es noch raus. Inzwischen könnt ihr mal über... Den Lummerland-Preis gewonnen. den Augsburger Filmpreis. Der Augsburger Filmpreis, ja. Ich weiß noch, dass Lukas, Jim Knopf und die Wilde 13 mein erstes Buch war. Also dickes Buch war, was ich gelesen habe als Kind. Okay. Weil sonst hast du ja immer diese kleinen, dünnen, also die Kinderbücher gelesen. Und ich weiß, dass die Wilde 13 mein erstes dickes Buch war, was Kind gelesen. Ist auch so süß gemacht im Film mit der Lok, weil die tutet dann immer mal so ein bisschen, wenn sie mit denen reden. Das ist echt, das ist irgendwie cool gemacht, ey. Ja, schön. Schöner Film, also Wahnsinn, also die sind dann auf Wasser, das ist ja auch schwer zu animieren und so. Ey, ist echt cool, nicht gedacht. Schönes Ding. Na, wollen wir mal reingucken. So, was machen wir jetzt? Deadpool oder? Deadpool geht ganz arg schnell, weil es ist ja, es war einmal ein Deadpool, es ist quasi der Teil 2 nochmal, also Deadpool 2 nochmal ein bisschen verändert mit Fred Savage, der ans Bett gefesselt ist und sich die Geschichte von Deadpool anhören muss. Ich würde jetzt nicht sagen, er beschränkt sich auf die wichtigsten Szenen. Es ist einfach quasi der Film nochmal. Es macht immer noch richtig, richtig Spaß, den zu sehen. Es ist einfach völlig abgefahren mit den ganzen blöden, dummen Sprüchen drin. Kann man sich mal anschauen. Als Alternative zu Deadpool 2 ist es durchaus sehenswert. Wirklich viel Neues ist halt die Szenen mit Fred Savage im Bett. Ja, die sind ganz witzig. Klingt halt so falsch. Es klingt halt so richtig falsch, vor allem weil, ja... Aber das muss man jetzt selber anschauen, das ist der große Unterschied dazu. Ansonsten, Deadpool 2 hatte beim ersten Mal Spaß gemacht, macht beim zweiten Mal Spaß. Kann man empfehlen. Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube, ich werde mal einen Fan-Cut machen, wenn ich Zeit habe. Dann nehme ich die Fred Savage-Szenen und füge die in den richtigen, in den harten FSK 18 oder nee, was ist das? 16, ne? Ja, aber das passt da nicht, weil das Problem ist, dass Fred Savage auch zwischendurch mal Fragen hat. Deswegen ist es so ein bisschen kritisch. Ist schon aufeinander abgestimmt. Also ist schon ganz cool. Also wir haben so ein bisschen die Sachen aus dem Trailer haben wir gefehlt, leider. So wie die Nickelback-Szene, die kommt nicht so ganz, wo es gemeinsam How You Remind Me singen. Aber ansonsten sehr cool. Sehr cool. Gut. Anschauen, lohnt sich. Warte mal. Der hat, also, ich weiß gar nicht, habe ich Punkte gegeben? Ja, ich habe 7, aber es sind eigentlich 8. Also da kann man ruhig 8 Punkte geben. Ist Deadpool. Also es war einmal in Deadpool. Gibt es nicht auf DVD und Blu-ray, aber man kann sich den bei Amazon Prime anschauen. Ja, der läuft auch gerade auf Sky. In Deutsch und in OV. Ach, der läuft auf Sky. Ah, cool. Ja. Cool, aber wir hatten ihn ja schon vor einiger Zeit gesehen gehabt. Ne? Ja. So, ihr habt noch Christopher Robin, ne? Bin ich ja gespannt, was ihr da. Ja, ich bin der Christopher, machen? Mein Hund heißt Robin, so passt das. Darf ich über den reden, Chris? Ja, unbedingt. Ja, super. Okay, also, Christopher Robin, wer kennt ihn nicht? Den kleinen Jungen, der zusammen mit Winnie Pooh, Ferkel, Tigger und Ia im 100-Morgen-Wald ganz viele böse Viecher besiegt hat, die alle nur im Kopf entstanden sind. Heffalumps zum Beispiel, genau. Ja.
Die Geschichte beginnt eigentlich total traurig, denn Christopher Robin muss auf ein Internat und deswegen tun seine Freunde eine Abschiedsparty für ihn feiern. Und dann kommt er ein letztes Mal zu ihnen und dann sitzen sie am Tisch und essen Kuchen und tickern rum und Pooh ist ganz traurig und Ia ist eh immer traurig und ja, und Ferkel schenkt ihm noch ein Abschiedsgeschenk und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar traurig. Und dann haben wir quasi so wie so ein Zeitraffer, wo wir erfahren, wie es mit Christopher Robin weitergeht, denn der muss dann zur Schule und wird dann da diszipliniert und ist dann auch noch irgendwie im Krieg und hat natürlich eine Frau kennengelernt und irgendwann ist er quasi wie sein Vater. Er arbeitet die ganze Zeit und es gibt quasi nichts Wichtiges als die Arbeit, obwohl er immer sagt, dass seine Tochter die Wichtigste ist. Und er hat irgendwie alles Jugendliche und Kindliche vergessen und muss nur noch Geld verdienen. Das ganz Schlimme daran ist, dass Pooh immer wieder an diese Holztür geht, durch die Christopher Robin immer gekommen ist und jahrelang darauf wartet, dass er wiederkommt. Aber er kommt nicht wieder. Das ist ganz, ganz furchtbar traurig. Und dann wacht Pooh auf und kann irgendwie die anderen nicht finden. Er hat irgendwie Tigger und alle verloren und denkt sich jetzt, gut, dann muss mir jetzt jemand helfen, die zu finden. Dann suche ich halt mal den Christopher, dann kann der mir helfen, die anderen zu finden. Also macht sich Pooh auf den Weg durch diese Holztür, durch die Christopher mal gekommen ist und trifft dann auf den erwachsenen Christopher. Und dann geht es darum, A, Christopher Robins Jugend wiederzufinden, seine Kindheit wiederzufinden, die anderen wiederzufinden und irgendwie auch ein bisschen Christopher Robins Leben wieder in die richtige Bahn zu rücken und die Verbindung zu seiner Familie wieder aufzubauen und so ein bisschen, ja. Und das ist alles ganz süß. Das ist ganz furchtbar goldig gemacht. Ich liebe IA. Ich habe IA schon immer geliebt, aber jetzt ist es der ist einfach so, so gut getroffen und Pooh ist einfach so, ach Gott, den möchte man die ganze Zeit nur knuddeln, weil er stellt so ganz simple Fragen. Und Christopher kommt dann halt irgendwann ins Straucheln, weil er selber nicht mehr weiß, was er darauf sagen soll und antworten soll. Und er sagt es auch immer selber, dabei ist Pooh ja eigentlich nur ein dummer kleiner Bär. Aber wer spielt denn überhaupt mit? Er hat halt recht. Ja, mitspielen tut den Erwachsenen Christopher Robin spielt Ewan McGregor. Aha. Das ist sehr schön. So. Und seine Frau spielt Hayley Atwell, glaube ich. Ist es die? Das ist, glaube ich, die Agent Carter aus den Marvel-Geschichten. Ja. Und gestehen halt nachher halt die anderen alle noch Stimmen, aber wer das im Englischen ist, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Regie hat geführt Mark Foster. Nicht der Sänger, sondern der deutsche Regisseur, der zum Beispiel Monsters Ball gemacht hat. Und Schräger als Fiktion und so. Genau. Und was ein echt guter ist. Die Tochter ist auch ganz süß gespielt von Bronte Carmichael, vielleicht heißt sie. Carmichael. Und guck mal gerade wegen dem Stink. Auto Michael, wenn dann. Peter Capaldi spielt die Rolle von Rabbit, dem Hasen. Die Stimme, ja. Ja, die Stimme. Und Jim Cummings ist Winnie Pooh und Tigger. Ja. Darf ich auch noch was sagen? Und Tigger. Natürlich. Ich will nämlich auch noch was sagen, weil der Film ist echt, der drückt unfassbar auf die Stimmung schon mal am Anfang. Ganz das ist so ein ganz, ganz bedrückendes Gefühl, das man da bekommt bei dem Film, weil es ist einfach herzzerreißend, wenn man sieht, so wie die Kindheit wirklich dahin geht und mit der Kindheit eben auch die Helden der Kindheit. Und dann halt siehst du da diesen Puh-Bären, der da rummarschiert und dann immer so traurig vor der Türe hockt und dann eines Tages halt wirklich in der Welt auftaucht wieder von Christopher Robin und sagt, hallo, ja, ich bin jetzt da. Und allein die Zugfahrt, ich hätte mich ja beäumeln können vor Lachen. Dann fahren sie, zuerst laufen sie rum und Pooh redet halt und die anderen Menschen sehen das auch. Also die können das wahrnehmen. Es sieht nicht nur Christopher Robin, muss man dazu sagen. Die anderen sehen das auch und dementsprechend sind auch immer so die Reaktionen so, hä? Und deswegen spielen sie ein Spiel, das heißt Schlafen. Was schon ganz toll ist. Und dann fahren sie halt auch Zug und im Zug ist es Pooh-Bär, also Pooh, es ist halt einfach langweilig.
Und dann spielt er, ich sage, was ich sehe. Und dann hockt er halt da, schaut aus dem Fenster und fängt an: Baum, Mann, Brücke, Baum. Und du denkst dir: Ach du Scheiße, okay, wie ein kleines Kind. Und dann kommt: Das kenne ich nicht. Und das ist so herrlich, das ist so herzerweichend und auch die ganze Geschichte. Und ich finde, Ewan McGregor spielt das auch richtig, richtig cool. Eben immer so dieses, so, Alter, ich habe jetzt überhaupt keinen Nerv eigentlich für dich und für den Bären, aber irgendwie mag ich ihn und ich kann ihn ja nicht alleine lassen und der braucht ja meine Hilfe und der hat es früher gebraucht und es kommt so wirklich zurück, dieses Ding, hey, Arbeit ist schön und gut und aber Arbeit ist einfach nicht alles und das drauf besinnen, worauf kommt es im Leben eigentlich an? Auf die guten Stunden, auf die schönen Stunden. Das ist eigentlich das, was im Mittelpunkt stehen sollte. Und gerade viele Leute, die ganz arg viel arbeiten und so und da auch die Familie drunter leidet oder auch die eigene vielleicht Kindheit drunter leidet oder so ein bisschen auch dieses Kindliche eines jeden drunter leidet, der sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Also mich hat das schon wirklich mitgerissen. Ich fand es richtig, richtig cool. Einfach die ganzen Geschichten auch vom Puhbär, der zwar super nervig vielleicht manchmal auch ist, aber einfach so ganz einfache Antworten gibt auf eigentlich so Fragen so, boah, und boah, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und na, manchmal muss man nichts machen, dann mache ich auch was. Weil ich mache ja nichts. Und das ist so cool, das ist so schön. Und also Erik, ich kann ihn dir wirklich nur empfehlen Ich habe und schon gerade. Aufnahme habe ich schon programmiert, weil der kommt ja heute Abend 2015, hatte ich mir Ja, ich glaube Film der Woche sogar auf Sky. Ja, und also so cool einfach auch die anderen Charaktere mit IA. Ja, so, und dann, weil sie hocken dann auch im Zug und spielen dann, was seht ihr? Und IA hockt halt dran, Tristesse, Traurigkeit. Und so total depressiv einfach, aber auf der anderen Seite dieses brutale Depressive, aber dann auch so auf eine liebevolle Art und Weise. So, oh ja, jetzt ist es auch für uns egal, ob der Helferlump mich fängt oder nicht, weil da vorne, ja, da kommt der Wasserfall, dann war es das eh und bla bla. Und es ist so gut einfach. Und dann hast du den ADHS-Ticker um ihn herum, den völlig paranoiden, das völlig paranoide Ferkel um ihn rum. Es ist zum Schießen und es ist echt cool gemacht. Also am Anfang habe ich auch gedacht, so, okay, der Puhbär sieht ein bisschen seltsam aus, wenn man so das Comic kennt, aber es ist einfach herrlich. Und die Winnie-Pooh-Geschichte an sich, ich mag das, die völlige Fantasiewelten, eigentlich alles so la-di-da-di-da. Und jetzt in dem Film übers Erwachsenwerden, ich finde es eine großartige Weitererzählung von der Winnie-Pooh-Geschichte. Und ja, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich da mal reinzuschauen, sich das anzuschauen. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also es gab ja da irgendwie mehrere, so Christopher Robin und Winnie. Oh, ich habe jetzt gerade hier auf Sci-Fi bei mir geschaltet. Ich dachte ich gerade, ich habe nicht richtig gesehen. Da kommt gerade Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, Teil 2. Also aus dieser Twilight-Reihe. Wisst ihr, wer da mitspielt? Ein Ja, von den Vampiren, Rami Malek. ja. Oh. Um Himmels Willen. Ja. Also, okay, also von Twilight zum Oscar, okay, ist ein weiter Weg. Ja, Ja, nee, guck also. mal, nur ganz kurz, ich habe jetzt hier, weil ich hier gerade noch so ein schönes Zitat habe, also von IMDb einfach auch, um das nochmal zu untermauern, was ich gesagt habe. Christopher Robin sagt: I'm not the person I used to be. Und Winnie Pooh antwortet: You saved us, you're a hero. Christopher Robin entgegnet: I'm not a hero, Pooh, the fact is, I'm lost. Und Winnie Pooh antwortet: But I found you. Ah ja. Und es Also kann so ich einfach sein, das werde sind so wahrscheinlich einfache nächste Sachen. Woche dann mal berichten. Ja, Ja. guck ihn dir an. Ich habe auch Bitte und die, da tschüss. gab es so mal eine, im Fernsehen habt ihr bestimmt nicht gesehen, so eine 3D-animierte Serie. Meine Freunde Ticker und Pooh hatte mal meine Kleine damals gerne geguckt, habe ich auch mal mitgeguckt. War auch so mit Heferlumpen und mit Eselchen und so. War schon cool. Ja, nein, das ist nicht der Stress, das ist Puh. Ja, schauen wir mal, was diese Woche so neu anläuft hier bei uns in Stuttgart im Kino und wie es in den Stuttgarter Kinocharts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Beginnen wir mal mit den Charts auf Platz 10, Loronas Fluch. Oh, der ist aber abgestürzt, oder?
Platz 9, Friedhof der Kuscheltiere. Platz 8, Fighting with My Family. Hatten wir eine Sneak Preview in einer der vorhergehenden Sendungen. Einfach mal reinhören. Platz 7, Dumbo, die Neuverfilmung. Platz 6, Royal Corgi, der Liebling der Queen. Platz 5, Willkommen im Wunderpark. Platz 4 in Stuttgart, der Falcolini. Platz 3, Monsieur Claude 2. Hatten wir auch in der Sneak, einfach auch nochmal nachhören. Mhm. Platz 2 hatten wir zum Glück nicht in der Sneak, aber oh. Ist so eine Art Running Gag, weil der Chris, der verschenkt da ganz gern die Bücher zu diesem, also falls bei irgendjemand der Tisch wackelt oder so und man muss da was unterlegen, dann kann man da ein Buch gewinnen. After Passion, ein Bad Boy und ein Good Girl. Sie ist ein Good Girl. Und auf Platz 1 immer noch Avengers Endgame. Wie überraschend. Und habt ihr es gelesen? Karen Gillan kommt zur Comic-Con Stuttgart. Wahrscheinlich. Ja, also sie ist also angekündigt, aber es wird meistens vor der Comic-Con werden bestimmt noch Absagen kommen von irgendwelchen Gaststars, die dann irgendwelche Termine durcheinander gebracht haben. Oder was weiß ich. Aber wenn es klappt, dann wäre es schon geil. Weil ich bin ja eh da. Okay. Cool. Was läuft denn Neues an im Kino, Chris? Am 9.5. die Kinostarts haben wir zum Beispiel Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Da geh ich rein. In der ersten Pokémon-Realverfilmung basierend auf dem gleichnamigen Videospiel löst Pikachu als Meisterdetektiv einen kniffligen Fall. Heure Pika, ich hab's. Pikachu wird gesprochen von Ryan Reynolds, Justice Smith spielt noch mit und Catherine Newton. Im Original halt, ne? Auf Deutsch weiß ich ja nicht mehr. Da auch die Original, also die Ryan Reynolds Stimme, die deutsche ist auch dabei. Okay. Ja, werde ich auf jeden Fall reingehen, interessiert mich. Brightburn vom Guardians of the Galaxy Regisseur James Gunn. Der stellt die Geschichte von Superman auf den Kopf und interpretiert sie als düsteren Superhelden-Horrorfilm neu. Schöne Trailer. Geil, der Trailer ist ziemlich, so ziemlich cool aus. Ja? Der Trailer ist total geil und auch die ganzen Werbeplakate sind mega geil. Ich würde den total gern sehen. James Gunn ist ja ein bisschen in die Kritik geraten, ne? in den USA. Jetzt weiß ich nicht, war das jetzt noch vorher produziert oder danach? Weiß gar nicht. Also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber er ist ja jetzt auch wieder mit dabei in den USA bei. Rehabilitiert sozusagen für Guardians 3. Ja. Mit Elizabeth Banks in der Hauptrolle unter anderem. Ja. Glam Girls haben wir noch. Hinreisend verdorben. Remake der Komödie Zwei erfolgreiche Verführer. Darin spielen Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und Komikerin Rebel Wilson zwei Betrügerinnen auf Männerjagd. Das ist so ein Film, den muss ich unbedingt nicht sehen. Also ich wollte gerade sagen, ich hab da hier so ein irgendein Kinomagazin beim Durchzappen kam dieser Film, haben sie den vorgestellt. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, ey, wenn der an das Ding kommt, da gehe ich raus. Ey, ich glaube, da ist mir die Lebenszeit zu schade oder so. Ich finde es halt schade, dass sich Anne Hathaway mittlerweile für sowas hergibt. Ah ja, keine Ahnung. Ja, wenn man Geld braucht. Eine Dokumentation läuft noch an, die heißt Kleine Germanen. Und da habe ich auch einiges drüber gehört, über diese Dokumentation. Da geht es nämlich darum, wie die Kinder und Jugendlichen, was aus denen so wird, die im rechten Milieu aufwachsen, also quasi von irgendwelchen Nazi-Weibern und Typen da aufgezogen werden, weil die werden ja teilweise auch schon quasi vorkindlich so stark geprägt, ne, in diese Richtung, dass die da auch mitgenommen werden auf irgendwelche dubiosen Veranstaltungen und Konzerte und sonst was und mit seltsamen Weltanschauungen da konfrontiert werden und so. Und die Dokumentation, die ist wahrscheinlich echt so, dass man denkt, hinterher um Himmels Willen auch, genau wie bei Rebel Wilson, aber halt in einer anderen Richtung. Ja. Ach, krass. Ja. Okay. Stan und Ollie, ne? Ja, hat man schon kurz erwähnt gehabt, ne? Als Stan und Ollie, Biopic und letzte Tour des legendären Komiker-Duos Stan und Ollie mit Steve Coogan, John C. Reilly. Da bin ich gespannt drauf. Also der würde mich auch völlig mal so interessieren, weil ich mag Stan und Ollie, also Laurel und Hardy, mag ich sehr immer noch. Ich finde das immer noch witzig. Das ist wirklich große, große Filmkunst in meinen Augen, was die beiden immer da geboten haben, auch zur damaligen Zeit. Auch noch ein Film, ein türkischer
Film oder zumindest mit türkischen Darstellern, nur eine Frau, Aynur, entscheidet sich für ein selbstbestimmtes Leben. Dabei bricht sie mit den Traditionen und schürt den unberechenbaren Zorn ihrer Familie. Ja. Warum nicht? Dann haben wir das Familienfoto. Tragikomödie um drei unterschiedliche erwachsene Geschwister, die anlässlich einer Beerdigung wieder zusammenkommen. Lief in der in einer anderen Sneak, weiß nicht genau, ob es ein Reutling war oder so, muss stinklangweilig gewesen sein. Also, okay. So, dass manche Leute vor Langeweile gedacht haben, hier irgendwie das halbe Internet ausgelesen haben, gedacht haben, ob sie rausgehen oder nicht oder ob da noch was Gutes kommt. Und, ja. Dann läuft an ein Film, den du sehen durftest in der Sneak Preview, Das Ende der Wahrheit. Ein Polit-Thriller über den BND-Agenten Martin, der nach einem Vergeltungsattentat den ominösen Verflechtungen zwischen Geheimdienst und Waffenlobby auf die Spur kommt. Ich habe jetzt also mit Ronald Zerfeld, Antje Trau und Claudia Michaelsen und noch, jetzt muss ich ganz kurz meinen Link hier klicken, denn dieser Film hat jetzt auch einen deutschen Filmpreis gewonnen. Und zwar Alexander Fehling hat den Preis für die beste männliche Nebenrolle gewonnen. Das war der, der den Chef gespielt hat von dieser Behörde da, Chris. Hä? Der den Welcher? Chef gespielt Was? Hat, der auch im Trailer kommt da. Oder okay. Sagt hier, ja, hier übrigens ja. Ja, nee, Alexander Fehling meinst du jetzt. Ja. Beste männliche Nebenrolle. Das ja. War nicht der Chef, das war der Vorsitzende. Nein, das war nicht der Chef. Deswegen habe ich gerade überlegt. War nicht der Chef, das war einfach der, wo eingesetzt wurde und dann auch mehr oder weniger als Strohmann mehr oder weniger so funktioniert. Und halt, ja, als Austauschbarer, obwohl er denkt, er hat jetzt wirklich was zu sagen. Ah, okay. Eine weitere Marionette. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Rahmen dieses Deutschen Filmpreises, habe ich das Ende der Wahrheit noch ein paar Filmszenen gesehen gehabt und ich glaube, ich muss mir den unbedingt angucken, also definitiv. Den hatten wir in der Sendung Nummer 562 vorgestellt, falls ihr nochmal nachhören wollt, hat der Chris drüber gesprochen über den Film. Und bester Film ist überraschenderweise, muss man sagen, weil viele haben getippt auf Das schönste Mädchen der Welt, den ich auch sehr, sehr gut fand, aber es ist der Film Gundermann geworden. Und den hatten wir tatsächlich hier auch mal in der Sneak, nicht in der Sneak Preview, den hatten wir im Kinocast erwähnt, nämlich in der Sendung 552. Da hat der Martin, der hat über diesen Film berichtet, Gundermann, den er damals gesehen hatte und war da sehr begeistert auch davon. Und ich habe jetzt auch kurz mit ihm Kontakt gehabt über Twitter. Und er meinte, ja, okay, alles zurecht bekommen. Also der hat nicht nur diesen besten Filmpreis bekommen, sondern auch noch ein paar andere. Okay. Master Set, der Ip Man Legacy. Oder ist es IP Man Legacy? Ip Man heißt es, glaube ich, ne? Oder? Ip Man. Okay, ja. Spin-off der bekannten Martial Arts Filmreihe über Ip Mans ehemaligen Herausforderer Cherung Tin Chi, der sich Drogenboss Davidson, gespielt von Dave Bautista, vorknöpft. Kennt ihr die Ip Man Filme? Nur vom Hörensagen, ja. Brachiale Martial Arts Filme. Die aber ziemlich gut gemacht sind. Aber jetzt hier mit Dave Bautista und Michael Yeoh, weiß ich nicht, da ist ein bisschen Hollywood-Einfluss jetzt drin. Mal gucken, was er da. Ja, was sie daraus machen. Wie das dann läuft, ja. Keine Ahnung. Carmen und Lola, Liebesfilm, in dem zwei Frauen, die ihrem alten Leben entfliehen und sich dabei ineinander verlieben. Oh. So. Und ansonsten hätten wir noch Anything. Ein Mann verliert nach über 25 Jahren Ehe seine Frau und fängt ein komplett neues Leben an. Ich glaube, die anderen Sachen, die laufen jetzt bei uns nicht an hier. Ja, also das sind irgendwelche Dokumentationen und ja. The Possession Experiment. Das sieht doch ganz nett aus. Keine Ahnung, steht aber nichts weiter dazu da, ne? Ach doch, hier, The Possession handelt von Student Brandon Jensen. Der Horrorfan möchte in seiner Abschlussarbeit beweisen, dass dämonische Kräfte tatsächlich existieren und sogar von Menschen Besitz ergreifen können. Um seinen Feldversuch in die Tat umzusetzen, startet er einen Spendenaufruf im Internet, der es ihm ermöglicht, ein Team auf die Beine zu stellen und so weiter und so fort. Doch da bald gerät das Experiment außer Kontrolle. Ja, so fangen Horrorfilme an. Ne? Ja. Okay, also das waren die Filmstarts für Stuttgart für die kommende Woche und die Kinocharts ist ja alles Mögliche dabei gewesen. Und die News, die hat man jetzt eigentlich schon so ein bisschen mit drin. Die eine handle ich jetzt mal noch ab. Ich hatte ja die Idee gehabt, mal
von einem Netflix für aktuelle Kinofilme. Und was musste ich jetzt hören? Es gibt's schon. Also was heißt, gibt's schon? Wahrscheinlich hat irgendjemand unseren Podcast gehört und hat gesagt, oh, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt gleich mal. Es gibt tatsächlich ein Red Carpet Home Cinema, heißt das. Hat jetzt also nichts mit dem Podcast und mit den YouTube-Sendungen hier von Steven Gätchen und so zu tun, sondern ja, kostet wohl schlappe $500 pro Film, wenigstens, also mindestens $500. Die Filme sind variabel bepreist. Also pro Film zahlt man hier wohl zwischen 1.500 und $3.000. Und man muss aber auch erstmal wie bei so einem Golfclub $15.000 bezahlen, um dort Mitglied werden zu können. Und man muss da eure Kreditkarte hinterlegen, wahrscheinlich so eine schwarze Amex oder sowas, mit einem Limit von mindestens $50.000. Also wirklich so ein Luxus-Filmclub. Also scheint es doch schon zu geben, damit jetzt nicht Brad Pitt in das Kino in seinem Viertel gehen muss, um sich da irgendwie neue Filme anzugucken. Ja, siehst du mal. Aber deine Idee ist damit schon raus, ne? Mist, ja. Also ich habe aber eigentlich da, vielleicht kriege ich da was. Kann doch mal jemand nachvollziehen, ja, genau. Wann ich das erste Mal gesagt habe und wann hier die... Ja, aber auf jeden Fall, es ist schon mal eine coole Sache. Also wahrscheinlich wird sich das sowieso ein bisschen... Na gut, solange wie es noch Kinos gibt und wie das noch läuft mit dem Kinogeschäft, wird das auf jeden Fall so bleiben. Aber ich denke mal, so eine Parallelsache wird es bestimmt auch in Zukunft noch vielleicht auch günstiger geben. Es gibt halt immer noch viele, die nicht unbedingt ins Kino gehen und trotzdem aber gerne die Filme sehen wollen. Und man sieht es ja an Piraterie und so, das läuft ja auch immer noch. Wenn es da vielleicht eine bezahlbare Möglichkeit gäbe, dass man sagt, okay, ich jetzt ins Kino gehe und mir Avengers Endgame anschaue, bezahle ich zu Hause halt ein kleines bisschen mehr, als ich im Kino bezahlt hätte und schaue es dann halt zu Hause an. Muss halt nicht in die Stadt fahren und parken und so. Tja. Ja, vielleicht kommt das, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, Kino an sich ist auf jeden Fall nicht ersetzbar. Und ja, man aber zu Hause gucken kann, sind zum Beispiel Serien. Ich habe nämlich eine Serie geschaut. Jetzt bin ich gespannt. Serien. Falls ihr gerade eine Stimme gehört habt in diesem Intro, das war die Kate, die wieder da ist. Entschuldigung. Ich wollte nicht reinquatschen, aber ich bin jetzt echt gespannt, was du dazu sagst. Kate ist ja eigentlich unsere Serienexpertin hier. Ja. Ich mache gerade einen Rewatch. Ich kann gerade nichts Neues gucken. Ich mache einen Rewatch. Okay, guckst jetzt also Rick and Morty nochmal von vorn. Nee, ich suchte gerade nochmal Veronica Mars. Ich liebe diese Serie einfach. Achso. Ich habe Quicksand geschaut. Ganz das oder nur eine Folge? Ganz alles, die komplette Staffel. Das heißt ja was bei dir. Ja, werden wir sehen. Und zwar bei Quicksand, also das war so eine auf der Hausaufgabenliste für den Serienpodcast, wo ich zu Gast bin, stand das mit drauf und ist eine Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob es Netflix produziert hat auch, ist ja auch egal, jedenfalls gibt es sie momentan auf Netflix und der Zusatztitel, Im Traum kannst du nicht lügen, ist völlig Banane. weiß ich nicht, was das, keine Ahnung, also auf jeden Fall geht es um eine 18-jährige Schülerin, die Maya, und bei der in der Schule findet ein Shooting hier, also ein Terroranschlag, wie nennt sich das, ein Amoklauf, das ist das richtige Wort. Ja, das heißt, also Zeit von Germany's Next Topmodel redest du von Shootings. Die sagen doch dann immer im Amerikanischen, sagen School Shooting hier. Also eine Schießerei an der Schule. Und sie ist aber, sie erwacht quasi aus so einer Art, aus so einer Art Blackout und hat ein Gewehr in der Hand und hat auch gerade auf jemand geschossen. Ja. Und um ihr rum Blut, Leichen, alles. Das Ganze ist auch eine skandinavische Serie. Die aus Schweden. Und wir wissen ja, in Norwegen gab es ja mal so einen schlimmen Anschlag. Und ja, das fühlt sich irgendwie alles sehr, sehr an, als wäre das noch irgendwie so ein bisschen zu nah dran an dem Ganzen. Es gab ja auch diese Utoya, diesen Film, der das alles nochmal aufbereitet und so. Auf jeden Fall wacht sie halt aus dem Blackout auf. Irgendwie hat das Gewehr in der Hand, hat gerade jemand erschossen und um sie rum und alles Blut und so.
Und dann kommt auch relativ schnell, dann wird sie verhaftet. Weil sie ist dann auch total versteinert vor Schreck und sonst was alles. Und kommt in Einzelhaft sofort und darf keinen Kontakt mehr haben mit irgendjemand, der irgendwas erzählt oder irgendwas berichtet, wer überlebt hat, wer nicht. Und dann wird das auch so in Rückblenden erzählt, was da vorher passiert ist, wie sie da so eine Liebelei hatte mit so einem Typen und der dann wohl offensichtlich auch mit aktiv war bei diesem Amoklauf. Und wir erfahren dann halt immer so Stückchen parallel, wird in der vorwärtsgerichteten Bewegung wird die Gerichtsverhandlung vorbereitet, also mit ihrem Anwalt redet sie, aber da sagt sie jetzt auch nichts von dem, was so richtig passiert ist, sondern das wird alles so in ihren Gedanken dann rückblenden erzählt. Sie versucht sich da auch zu erinnern und da gibt es dann auch so eine Nachstellung in der Schule, wo sie dann nochmal mit dabei ist, wo dann wieder ein paar Erinnerungen hochkommen. Also wir erfahren dann so peu à peu über diese Staffel ihre Erinnerungen von diesem besagten Tag. Ja. Und das, was vorher war, das ist ja noch mehr in Erinnerung und wir erfahren dann halt, okay, erst war sie ein Good Girl und dann lernt sie diesen Bad Boy kennen und wird da so ein bisschen reingezogen. Der Typ ist von Beruf Sohn, kann man sagen, also der ist auch mit an ihrer Schule, also hat aber einen ganz, ganz reichen Vater, der, was weiß ich, mit Yacht und mit sonst was allen und alle sagen ihr, oh, das ist ja eine total gute Partie, die du hast und von allen und ihre Eltern sind da auch ganz angetan von dem und sonst was, wie es halt so ist und dann kommt sie halt da in so einen Strudel rein, aber in Wirklichkeit ist der halt ein ganz, ganz übler Genosse und bringt sie auch mit Drogen in Verbindung und sonst was. Und haben da so ganz exzessive Partys mit, ja, und hat keine so richtigen Freunde mehr, weil die alle auch irgendwie nur so über sie da auch in dieses Leben da mit rein wollen. Und das wird halt so rückblickend erzählt. Weshalb ich die Serie zu Ende geguckt habe, die Staffel, ist eigentlich, weil ich letzten Endes wissen wollte, was war da an dem Tag. Weil das wird alles so bröckchenhaft, nur so ein bisschen, weißt du, hier mal was, da mal was. Und eigentlich, wenn ich ganz fies wäre, könnte ich sagen, man könnte sich eine halbe Stunde angucken von der ersten Folge und dann eine halbe Stunde von der letzten Folge. Dann hast du eigentlich alles gesehen, was du wissen musst. Und das zwischendurch, das ist irgendwie nur so der Weg zum Ziel, der schwankt zwischen Facepalm, Langeweile weiß nicht, manchmal sind ein paar gute Szenen dabei, aber es war jetzt nicht so, dass mich so wahnsinnig. Ich wollte halt einfach wissen, wie endet das, wie war das, ja? Wie geht die Gerichtsverhandlung aus? Das ist halt auch in der letzten Folge. Und was sind so die finalen Erinnerungsstücke von dieser Tat? Ja, was war da wirklich? Und genau, deswegen habe ich es eigentlich zu Ende geguckt. Ich gebe mal jetzt noch keine Meinung ab, ich gebe mal noch keine Wertung ab. Es hat mich auf jeden Fall nicht voll und ganz begeistert, wie man da schon rausgehört hat, aber ja, alles Weitere dann in dem Serien-Podcast. Super, das macht es nicht für mich leichter, aber ich habe sie auf der Watchliste und ja, irgendwie halt, will ich nicht halt damit anfangen. Rein. Guck halt mal rein, das war schon interessant gewesen zu sehen, ja, auch wie das so aufbereitet ist und ich meine, es ist halt echt eine üble Geschichte, was da so passiert und auch was da so für Warnsignale, vielleicht ist es auch so für Lehrer manchmal uninteressant, ne? Was da auch so für Warnsignale schon die Schüler aussenden vorher, die aber nicht richtig erkannt werden. Ja? So, das ist natürlich jetzt hier filmisch aufbereitet, ja, aber können wir vorstellen, dass das in der Realität auch ähnlich ist, wenn sich dann plötzlich jemand so verändert und ein bisschen zurückzieht und irgendwie so in sich rein und dass man vielleicht dann doch mal gucken sollte, okay. Und ja. Also Quicksand von mir. Hast du noch eine Serie geguckt, Kate? Du bist eigentlich für die Serien. Also tatsächlich, ja doch, tatsächlich habe ich in eine Serie reingeguckt und zwar heißt die Cabins. Gibt's auch auf Netflix. Ich habe allerdings nicht weit geguckt, weil sie mich furchtbar gelangweilt hat. Cabins ist, nee, die stimmt gar nicht, Chambers heißt sie. Chambers ist, ich glaube, eine mexikanische Sendung, also Serie. Ich weiß nicht, ob die hat so einen Mexiko-Style, also auch so ein bisschen wüstenartig und auch die Hauptdarsteller ist eine Latina und es ist alles so. Es wird nie ein Ort gesagt oder ein Land, also ich denke mal, dass es in Mexiko spielt.
Und es geht um ein junges Mädchen, die hat einen Herzinfarkt und kriegt ein Spenderherz von einem anderen jungen Mädchen, was einen Unfall hatte. Und kurz nachdem sie das eingepflanzt bekommen hat, also erstmal geht es halt darum, wie geht man mit so einem Transplantationsmenschen um, ja, also dann ihr Freund drauf traut sich nicht mehr, sie anzufassen, weil sie könnte ja wieder zerbrechen oder so, ne? Der Vater ist mega besorgt und ja. Und dann ist es so, dass je länger sie das Herz in sich hat, desto mehr fühlt sie sich nicht mehr gut. Also sie fühlt sich nicht mehr wie sie selbst. Sie fängt dann auch an, Dinge zu sehen und Erinnerungen zu haben, die nicht ihr gehören. Und sie findet dann halt raus, das kommt alles im Trailer, ist jetzt nicht gespoilert. Sie findet dann halt raus, dass es die Erinnerungen des toten Mädchens ist, dessen Herz sie hat. Klingt ja nach einer ganz, ganz neuen Story. Es soll so ein bisschen horrormäßig sein. Ich bin in der ersten Folge eingeschlafen. Ja, Ich habe es, glaube ich, über die zweite Folge gar nicht hinausgeschafft, weil sie wirklich einfach unfassbar dröge ist. Es ist furchtbar langweilig. Es ist ein ganz komisches Setting. Dann kommen auch irgendwann noch die Eltern von dem mit Herz, also von dem Spenderherz dazu, die ihr dann irgendwie ein Stipendium anbieten, was mit dem Geld, was sie eigentlich für ihre Tochter haben ausgeben wollen und was weiß ich, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr strange. Und es ist so unfassbar langweilig. Ich hab echt gedacht, oh cool, das klingt ja spannend. Ich habe den Trailer angeguckt, Chris hat auch den Trailer angeguckt, so, okay, krass. Aber es ist so furchtbar öde. Nee, also ich okay. werde auch nicht weitergucken. Ich habe es schon von der Watchlist gelöscht. Ah, okay. Nee. Dann gehen wir mal weiter hier und schauen mal in unseren Briefkasten rein. Briefkasten. Es gab hier zwei Kommentare zur letzten Folge vom Thomas. Der hat nämlich Avengers Endgame geguckt und findet ihn absolut perfekt. Gute Schauspielleistung für alle Charaktere. Großartige CGI. Ein wahrhaftes und perfektes Ende einer langen Reise. Ich lachte, weinte und war sprachlos. Er gibt 10 von 10. Und ja, Chris, das ging bestimmt an dich. Da ihr Doctor Who in der Sendung erwähnt habt, eine Frage an alle. Was haltet ihr von der neuen Staffel? Und vor allem, wie gefällt euch der erste weibliche Doktor? Also, was ich bisher alles gesehen habe, ich finde es ganz cool. Ganz kurz zusammengefasst, ich finde es ganz, ganz cool. Punkt. Bis jetzt noch nichts gesehen davon. Wer du jetzt, Das oder? kommt ja gerade auf Sky, jede Woche eine Folge, die nehmen wir jetzt gerade auf. Ja, trotzdem. Ja, ich hab da noch nichts geguckt. Kann da nichts drüber sagen. Nichts Qualitatives. Okay. Ich schau mal in unsere Amazon Affiliate Links, was da so bestellt worden ist in der vergangenen Woche. Für die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, der Kinocast, das kostet ja alles ein bisschen Geld, so mit Serverkosten und Auphonic und was nicht alles. Und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr zum Beispiel Amazon was bestellt, indem ihr da so einen Link klickt. Da gibt es so einen Amazon-Link bei uns auf der Seite. Und alles, was ihr danach bestellt, da kriegen wir eine kleine Provision, die Sendung hier am Leben hält. Und ich sehe da nur die Produkte, die bestellt wurden, also nicht wer das bestellt hat, keine Angst, also ihr könnt da gerne euer Spielzeug bestellen, was ihr da wollt. Hat zum Beispiel jemand bestellt, der Voodoo-Mörder. Das ist ein John Sinclair, eine CD, ein Hörspiel, genauso wie Zombies aus dem Höllenfeuer. Oh. Und die Rache der großen Alten, Teil 2 von 3. Ja. Und dann hat jemand was Kurioses bestellt, nämlich. Wusste ich gar nicht, dass es das noch so gibt. Nämlich Maxell Audiokassetten, 90 Minuten, Fünferpack, gibt es noch zu kaufen. Cool. Kostet mittlerweile knapp 10 Euro hier bei Amazon. Ich glaube, früher waren die mal billiger irgendwie. Aber Ja, ja, cool. vielleicht will da jemand oder vielleicht hat da jemand noch so ein altes Radio, wo er da Kassetten reintun möchte. Dann hat jemand bestellt einen Babyschnuller mit Hasenzähnen. Also wenn man dem Baby den Schnuller reintut, dann sieht das aus, als hätte da so große, riesengroße Zähne da hier drauf. Ein Staedtler Noris Bleistift, so eine ganze Packung hier mit 10 Stück. Ja, 10 Stück Bleistifte. Doctor Strange auf Blu-ray jemand bestellt, ja. Und was ist das hier? Black Panther? Ah, da will jemand Marvel seine Sammlung vervollständigen. Auch noch jemanden Schnuller bestellt. Mit einem Schnurrbart dran. Da sieht dann das aus, als hätte das Baby Schnurrbart.
Und ja, das war's. Genau. Vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben bei diesen Bestellungen. Und wer den KinoCast unterstützen möchte, findet da auf kinocast.net ganz oben auch so einen Button. Danke für eure Unterstützung. Da steht so ein bisschen was drauf, was ihr da tun könnt. Und ja, an der Seite findet ihr auch die ganzen Links, wo ihr uns überall hören könnt. Ansonsten könnt ihr uns auch direkt erreichen. Also ihr könnt zum einen Kommentare schreiben auf kinocast.net, Kommentarfeld zu der jeweiligen Folge. Da gibt es auch ein Kontaktformular, wenn ihr uns direkt was schicken möchtet, was ihr, wo ihr nicht wollt, dass auf der Seite gezeigt wird. Oder auch direkt per E-Mail könnt ihr uns auch kontaktieren, zum Beispiel an die Kate, also kate@kinocast.net, dem Chris, chris@kinocast.net und meine Wenigkeit eric@kinocast.net. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder was ihr immer mal hier dieses, wie heißt es schön, AMA, Ask Me Anything. Genau. Oh. Dann auf Facebook könnt ihr uns erreichen. KinoCast heißt man da natürlich auch, Instagram und wo auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuhören. Falls ihr jetzt zum ersten Mal dabei war, dann hört wieder rein, erzählt es euren Freunden, Bekannten, wie das hier so funktioniert und dass man da mal reinhören kann. Gibt es ja auch auf Spotify, geht ja ganz einfach zu hören. Oder wenn jemand nicht weiß, was ein Podcast ist und wie das funktioniert, dann erklärt es den Leuten. Erklär es deiner Oma. Ja. Problem ist, ich kann es meiner Oma gar nicht mehr erklären. Ich auch nicht. Ja, aber ich habe die Frage an sich verstanden, da in dem Heft, was sie von mir wollten. Ja, hört wieder rein. Wir senden jede Woche und ihr könnt uns auch treffen, jede Woche im das Sneak Preview im Metropol Stuttgart. Schöne Grüße auch da ans Metropol. Jeden Montag 21 Uhr Sneak Preview. Ihr wisst nicht, was da kommt, aber ihr seht irgendeinen brandneuen Film, der erst irgendwie später anläuft im Kino. Also für Filmfreaks ideal. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ah, eine Kunstpause hier drin. Bis bald im KinoCast.